Wie schreibt der weltberühmte Schriftsteller Salman Rushdie über das Attentat, das er überlebt hat? Und wie schreiben Autorinnen über Sex und Begehren? Brisante Themen heute im Literaturclub. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Herzlich willkommen. Bienvenue. Herzlich willkommen im Literaturclub im Papiersaal in Zürich. Und sehr herzlich begrüße ich auch die heutige Runde. Es sind die Kabarettistin, Spoken-Work-Künstlerin und Autorin Lisa Christ, den Ressortleiter bei Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk für Literatur René Agiga. Die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Und unsere Vorleserin heute ist die Schauspielerin Liliane Amouin. Schön, dass Sie alle hier sind. Immer wieder wird Sprache, wie wir etwas ausdrücken, zum Politikum. Und jedes Mal sind es hitzige Debatten, wie aktuell die Entscheidung des deutschen Bundesland Bayern, das Gendern in Behördenschreiben zu verbieten. Seit dem 1. April dürfen Behörden, aber auch Schulen und Hochschulen keine Genderzeichen wie zum Beispiel Sternchen, Doppelpunkt oder Binnen-Is in ihren offiziellen Schreiben, aber auch in Schulhausaufgaben oder in Elternbriefe mehr benutzen. Und seitdem reißt die Diskussion nicht ab. Auch in der Schweiz wird sie geführt. René Agiga, was halten Sie von diesem Genderverbot? Also ich finde es auf den ersten Blick ganz bisschen lächerlich, muss ich gestehen. Das liegt vor allem daran, dass das auf mich jedenfalls grundlegend paradox wirkt, weil das ein Verbot zu sein scheint, das daherkommt mit so einem, wir lassen uns nichts verbieten. Also ein Verbot, das sagen will, wir lassen uns nichts verbieten, das finde ich grundsätzlich paradox und ein bisschen lächerlich. Auf den zweiten Blick muss ich sagen, kommt es mir dann doch vor wie ein ernster zu nehmendes Zeichen oder Symptom von den Kulturkämpfen, in die wir gerade sind, also die erbittert geführt werden und die viele Kennzeichen haben. Ich will vielleicht mal nur eins sagen, das zumindest in meinen Augen eine Rolle spielt. Es lenkt den Blick weg von wesentlichen Sachen, also Sozialpolitik zum Beispiel. Stattdessen hauen wir uns die Köpfe ein wegen sowas. Das ist komisch. Wegen Sternchen. Elke Heidenreich, Sie haben sich schon öffentlich öfters dazu geäußert, dass Sie, um es milde auszudrücken, kein großer Fan des Genderns sind. Ich bin ein Todfeind des Genderns. Bücher, in denen gegendert wird, lese ich nicht. Briefe, in denen gegendert wird, beantworte ich nicht. Ich finde es eine Verhunzung der Sprache, desaströs geradezu. Und ich fühle mich wieder reduziert aufs Weibliche. Was soll das denn sein, dass ich wieder zurückgeworfen werde und muss unbedingt eine Schriftstellerin sein? Ich finde mich im Männlichen durchaus mitgetroffen. Und, aber das Verbot, das Verbot finde ich auch, da hat er recht, das finde ich auch albern, man sollte es nicht verbieten. Ich finde, es gebietet der gesunde Menschenverstand, die Sprache nicht so zu verhunzen. Und wenn das nach einer Weile sich durchsetzt, dass das eine Verhunzung ist, dann hört dieser Unsinn hoffentlich von ganz alleine wieder auf. Lisa Christ, was ist Ihre Meinung? Ja, also ich finde das Verbot nicht gut. Ich bin eine sehr große Freundin des Genderns und ich finde auch, dass das Verbot halt eine mega schlechte so Signalwirkung hat, weil es auch in der Sprache einfach Leute unsichtbar macht, die sich halt nicht in diesem binären Geschlechtermodell sehen. Und ja, ich glaube, das ist einfach auch ein, man versucht etwas zu verhindern, man versucht auch Fortschritt zu verhindern. Die Sprache hat sich immer verändert und ob sich das durchsetzen wird oder nicht, das soll die Sprache oder das soll der Sprachgebrauch zeigen und nicht irgendwelche Verbote, finde ich. Ja, heute diskutieren wir auf jeden Fall mit oder ohne Sternchen. Das ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Und jetzt stellen wir Ihnen gern die Bücher vor, über die wir heute sprechen. Ich habe dabei Naiv, Gedanken nach einem Mordversuch von
Salman Rushdie, der Booker-Preisträger, wurde vor 2 Jahren von einem Islamisten auf offener Bühne mit einem Messer schwer verletzt. In diesem Buch verarbeitet er diesen Angriff. Und man hätte denken können, es wird ein Buch über Hass, über Islamismus, über Radikalisierung. Aber nein, es ist ein starkes Buch über die Liebe geworden. Lisa Christ, was haben Sie dabei? Ich habe Wir kommen mitgenommen. Es ist ein Kollektivroman vom Herausgeber von Liquid Center. Es sind 18 verschiedene AutorInnen, die hier geschrieben haben zum Thema weibliches Begehren, Sex und Alter. Und ich hätte mir gewünscht, dass es schon in meiner Jugend viel mehr solche Bücher gegeben hätte, die mit Tabus brechen und Sprache auch schaffen für Dinge, die nicht benannt werden in der Gesellschaft. René Agiga. Das Buch, das ich mitgebracht habe, hat den Vorteil oder Nachteil, dass es sich ganz, ganz stark auf ein anderes Buch bezieht. Und dieses andere Buch, das gehört zu den berühmtesten der Welt. Es bezieht sich auf die Abenteuer des Huckleberry Finn von Mark Twain. Das Besondere an diesem Buch ist allerdings, dass es eine ähnliche Geschichte erzählt aus einer anderen Perspektive, der Perspektive des bei Twain versklavten Jim. Und damit ändert sich einfach alles. Elke Heidenreich. Was ich habe von Alina Herbing Tiere, vor denen man Angst haben muss. Das ist die Geschichte einer Familie, die aufs Land zieht, damit die Kinder es auf dem Land schön haben. Und die haben es überhaupt nicht schön, denn die Mutter kümmert sich nur um Tiere und sagt, ihr kriegt erst Frühstück, wenn alle Tiere gefüttert sind. Und es ist im Grunde ein Roman über Verwahrlosung und räumt ordentlich auf mit dieser Landidylle. Wir sind gespannt. Ja, Salman Rushdie, wir fangen an mit Naive Gedanken nach einem Mordversuch. 1989, also vor 35 Jahren, hat der damalige iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini im Rahmen einer sogenannten Fatwa dazu aufgerufen, Salman Rushdie zu töten. Warum? Weil er damals einen Roman geschrieben hat mit dem Titel Die satanischen Verse und darin angeblich der Prophet Mohammed beleidigt würde. Rushdie lebte daraufhin viele Jahre unter Polizeischutz und dann am 12. August 2022, also so viele Jahre nach dieser Fatwa, hat dann tatsächlich ein Islamist versucht, Rushdie bei einer Veranstaltung in New York, bei der es absurderweise um die Sicherheit von Schriftsteller und Schriftstellerinnen ging, zu ermorden. Mit einem Messer 15 Mal hat er auf ihn eingestochen. Rushdie überlebte. Und in diesem Buch beschreibt er gleich zu Anfang diesen Angriff. Er beschreibt, wie der Attentäter auf ihn zurennt und er dann völlig erstarrt und denkt, ich zitiere, da bist du ja. Du bist es also. Warum heute? Echt jetzt? Es ist so lange her. Warum heute? Warum nach all den Jahren? René Agiga, erinnern Sie sich, als Sie von diesem Attentat erfahren haben? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne das Buch das jetzt ganz genau gewusst hätte, wo ich da wann war. Das war für mich schon eine sehr aufregende Mitteilung natürlich. Und ich habe dann den Tag auf einer Social-Media-Plattform verbracht, deren Name gar nicht mehr richtig existiert, Twitter. Okay. Und habe das verfolgt und war getroffen auch, klar. Aber ich muss sagen, es ist jetzt die Lektüre dieses Buches hat sich doch stark in den Vordergrund geschoben. Also alles, was ich über dieses Attentat jetzt weiß, weiß ich aus dem Buch. Und wie hat sich die Aufarbeitung gelesen? Sehr flüssig, sehr schnell, sehr. Ich habe so eingeatmet, sagt man ja manchmal so. Ne? Es ging tatsächlich sehr rasant, was ohne Zweifel zu tun hat mit Salman Rushdies. Also wie soll ich sagen, meisterhaften Fähigkeiten erzählen zu können. Das sind 250 Seiten vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Dadurch, dass aber dieses Ereignis im Zentrum bleibt, hat man tatsächlich durchgängig nicht das Gefühl irgendwelcher Längen. Also Lisa Christi, haben schon den Kopf geschüttelt bei den Längen. Ging es Ihnen anders? Ja, also ich fand, das Buch hatte für mich persönlich sehr viele Längen. Wenn der Autor, er neigt irgendwie zum Abschweifen und dann schweift er ab in Dinge, die ich finde, die haben jetzt für mich jetzt nicht so viel mit dem
ja, mit dem eigentlichen Thema, mit dem Attentat zu tun. Ich meine jetzt gar nicht nur, dass er beim Attentat so unbedingt bleiben muss. Ich finde das auch völlig verständlich und auch gewollt. Und das fand ich auch sehr interessant, dass es halt natürlich das Leben durchdringt des Autors und dass wir das mitkriegen. Mich hat eher ein bisschen, ja, schon fast genervt, dass er manchmal in ein Referieren kommt. Also mir kam es vor wie ein Referieren, auch über Literatur und an welche Filme ihn gerade diese Nacht erinnert hat oder ja, und er kommt dann in so ein, oder griechische Sagen, und er bezieht sich dann auf dies und das und so und führt dann auch oft aus, wen er alles kennt und mit wem er zu Abend gegessen hat. Ja, diese Eitelkeit, die fällt mir auch auf, aber ich habe das eher auf die Liebe, auf den Wunsch nach Liebe, Anerkennung von außen, darin habe ich es einsortiert. Herr Geinreich, wie ging es Ihnen? Ich bin ganz empört über das, was ich hier höre. Das Buch hat nicht eine einzige Länge, es ist das wichtigste Buch seit Jahren. Es ist ein Buch, das in dieser Welt voller Gewalt und Bosheit ein neues Narrativ setzt gegen Idioten wie Putin und Trump und einfach eine andere Schicht der Welt erzählt. Und er sagt, der hat mich mit einem Messer angegriffen, mein Messer ist die Sprache, damit schneide ich die Welt auf und lege die Mechanismen bloß, wie die Welt funktioniert. Es ist ein ganz wichtiges Buch und es ist ein Buch der Güte, des Verzeihens und des trotzdem Weiterlebens, obwohl so viel Gewalt in der Welt ist. Also wer dieses Buch nicht liest, dem ist gar nicht mehr zu helfen. Und wer es liest, dem ist zu helfen, denn wir verzagen gerade alle am Zustand der Welt. Wir verzagen an Israel und Palästina, wir verzagen an Russland und der Ukraine und an vielen anderen. In unseren Ländern, also in Deutschland im Moment, sind Jugendbanden, die aufeinander einstechen und die sich gegenseitig umbringen. Und hier ist ein Mann, auf den 27 Sekunden lang eingestochen wird. Wenn wir jetzt 27 Sekunden schweigen würden, würden wir sehen, wie lang das ist. Mhm. Und der trotzdem hinterher sagt, ich habe keinen Hass, es war ein Dummkopf, der hat sein Leben verwirkt, ich habe mein Leben zurück. Und die Intelligenz und das Weiterleben wollen und seine Auffassung von der Welt lassen sich nicht erstechen mit einem Messer. Hätte dieser dumme Junge gewusst, wie man ein Messer benutzt, hätte er ihm die Schlagader durchgetrennt und hätte ihn getötet. Er hat ja einfach wahllos überall hingestochen. Und wie Salman Rushdie das verarbeitet, wie er sagt, es ist so viel Gewalt in der Welt. Dies ist eine und die ist jetzt gerade mir begegnet. Aber die dürfen wir nicht gewinnen lassen und es darf nicht die Oberhand gewinnen über die Liebe und die Freundlichkeit und die Güte, mit der wir miteinander umgehen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft und da ist kein einziger Satz und kein einziges Wort zu viel. Zu viel. Aber was mich erstaunt, dass wir noch alle gar nicht über die Liebe gesprochen haben, weil das ist ja, ja, seine das ist Frau, ja eins seiner großen Hauptthemen. Aber das Wort Liebe habe ich jetzt sehr oft gesagt. Das kommt schon vor. Wir haben schon über aber die vielleicht Liebe damit nochmal für die, die es nicht gelesen haben, erfahren, dass er darüber spricht, wie er seine Frau 5 Jahre vor dem Attentat kennengelernt hat, eine Dichterin mit dem Namen Rachel Eliza Griffiths, und diese Liebe ihn so bestärkt hat, wieder gesund zu werden. Das tut Liebe. Das tut Liebe, genau das sagt er auch. Er sagt Sätze wie, Liebe kann Berge versetzen, sie kann die Welt verändern. Wenn man das jetzt vielleicht woanders lesen würde, würde man denken, ja, ein bisschen kitschig. Aber hier glaube ich es. Ich glaube, wenn ich dieses Buch lese, dass die Liebe die Welt sozusagen verändern kann. Renéa Giger, Sie lachen. Ich finde das okay, dass man das glaubt. Ich hab das jetzt nicht unbedingt immer genau so geglaubt. Das war für mich auch gar nicht so wichtig. Also wenn ich das jetzt höre, wie Sie das zusammenfassen, dann muss ich sagen, klingt das für mich ein bisschen wie ein großes Glaubensbekenntnis. Die Liebe ist stärker als lalala. Nein, das meine ich nicht. Darf ich kurz ausreden? Ich meine das Gegensetzen. Ich möchte zumindest den Satz versuchen, zu Ende zu machen. Ich würde sagen, so nah bin ich bei Rushdie, dass ich da so eine gewisse Skepsis hätte. Also der hat ja am Ende, dann sagt er noch ein letztes Mal was zur Religion und sagt irgendwie, ich habe irgendwie ein sehr distanziertes Verhältnis zur Religion. Und so geht es mir, wenn ich seine Glaubenssätze höre. Und dazu würde ich jetzt diese Liebesanrufungen oder sowas vielleicht auch zählen. Was mich tief beeindruckt hat an dem Buch ist, das, was Ihnen jetzt manchmal zu lang ausschweifend war oder so, war für mich wohl proportioniert, weil es immer rückgebunden war an dieses Ereignis. Also ich müsste jetzt überlegen, ob mir noch andere Beispiele einfallen. Und die Liebe ist eben nur eins davon, die Liebe zu seiner Eliza, die rangebunden wird an das Ereignis. Also die natürlich auch rhetorisch oder literarisch genau gesetzt ist, das Kapitel oder der Abschnitt des Kennenlernens, des Verliebens, des Glücks, bevor dann der Zusammenbruch kommt. Und dann sind wir dabei. Er sagt ja nun auch nicht, die Liebe wird die Welt verändern, sondern er sagt, die Liebe zu dieser Frau und die Liebe dieser Frau zu mir hat mir geholfen, gesund zu werden. Das ist was anderes. Aber er hat auch eine Theorie, dass er sagt, dass der liebt, mordet nicht.
nicht wahr? So. Dass er sagt, dieser Attentäter. Auch der Gedanke, wie er über das Mordwerkzeug spricht, hat mir so gut gefallen. Es heißt ja immer, Gewehre töten, nicht Menschen töten. Was für ein Unsinn. Ein Gewehr ist nur dazu da, um zu töten, zu nichts anderem. Ein Messer ist dazu da, den Kindern einen Apfel aufzuschneiden oder einen Kuchen durchzuschneiden. Ein Messer wird erst ein Mordwerkzeug, wenn ein Mensch es dazu macht. Alle diese Gedanken sind in diesem Buch. Und das sind kluge, einfache Gedanken. Und konnten Sie diese Gedanken gar nicht mitnehmen? Oder? Doch, natürlich. Ja. Also ich möchte es noch mal ein bisschen einordnen, weil ich verstehe absolut, also ich war jetzt nicht so begeistert wie Sie. Für mich war das Buch vor allem mega ambivalent. Also ich habe das gelesen und habe dann diese Passage, die Sie zitiert haben, mit dem Messer schneide ich die Sprache auf und so. Ohne Frage. Richtig. Krasse, große Weltliteratur. Ja. Aber dann umso mehr hat es mich, war ich devastated, dass es ab und zu einfach Passagen drin hatte oder auch irgendwie eine Art Humor, die ich sehr flach fand einfach. Das ist mein persönlicher Eindruck, das fand ich schade einfach. Und es hat mich irgendwie erstaunt, dass diese Gegensätze in diesem Buch. Dieses sind. Miteinander, eben dieses Existenzielle und gleichzeitig manchmal dieses dann sehr etwas zu sehr beschreiben, wie wichtig man selbst ist für die Weltliteratur. Ja. Wir kommen aber jetzt direkt zum nächsten Buch, René Agiger. Das haben Sie mitgebracht. Das hat ebenso existenzielle Themen, aber vielleicht erstmal kurz zu Ihnen. Sie sind Kulturjournalist, Ressortleiter für Literatur beim Deutschlandfunk und im Juli kommt ein Buch von Ihnen raus. Bei C.H. Beck ein Porträt über James Baldwin. James Baldwin wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, aber mir scheint, auch ganz unabhängig von diesem Jubiläum, erleben wir gerade so einen Baldwin-Hype. Woran liegt das? Das glaube ich auch, dass es diesen Hype gibt. Ich kann sagen, wo der meiner Meinung nach beginnt. 2017, ziemlich genau, da ist ein Biopic in die Kinos gekommen von Raoul Peck. Und da sind so Texte von James Baldwin, der 1987 bereits gestorben ist, gegengeschnitten worden mit Demonstrationsbildern aus der Gegenwart von damals, so 2014, 15, nach einem der vielen Polizeitötungen von schwarzen Amerikanern. Mhm. Und das heißt, dieser Film hat so ein bisschen suggeriert, James Baldwin, das ist jetzt. Und dieses Gefühl haben, glaube ich, seitdem doch viele Menschen, also auch die Bewegung Black Lives Matter, hat James Baldwin zu sich gezogen. Die gibt es eben so seit 2013 ungefähr, hat 2020 nochmal einen Aufwind bekommen. Und das ist erstaunlich, weil, wie gesagt, 87 gestorben und eigentlich war er die zwei letzten Jahrzehnte seines Lebens gar nicht mehr ganz so en vogue, wie er es mal war in den 60er Jahren. Also es ist irgendwie so ein zweiter Frühling, scheint mir. Ja, auch auf den sozialen Medien. Und Sie haben für heute einen Roman mitgebracht. Es trägt den Vornamen Baldwins, James, hat aber gar nichts damit zu tun, ist natürlich inhaltlich verwandt. James von Percival Everett. Percival Everett ist einer der renommiertesten und, wie ich finde, auch witzig im Sinne witzig subversivsten Schriftsteller der USA. Und vielleicht kennen Sie den Film American Fiction. Der hat just einen Oscar bekommen als beste Romanadaption und der basiert auch auf einem Roman von Percival Everett auf Erasure. Und jetzt hat er mit diesem Roman James wieder einen Coup gelandet, hervorragend übersetzt von Nikolaus Stingel. Und es ist auch auf der SRF-Bestenliste auf Platz Nummer 1, weil Everett hier etwas wagt. Sie haben es schon angesprochen. Er erzählt die Geschichte von Huckleberry Finn von Mark Twain neu. Ich habe hier das Buch aus meiner eigenen Kindheit mitgebracht. Mark Twain, natürlich der Übervater der US-amerikanischen Literatur. Die Abenteuer des Huckleberry Finn, auch ein Weltliteraturklassiker, 1885 erschienen. Und Everett macht einen Perspektivwechsel. Sie haben es schon vorhin erwähnt. Was hat Sie an diesem Buch begeistert? Ist es dieser Perspektivwechsel? Ja, ich glaube, was mich daran begeistert hat, ist die Form von Kritik, die ich da drin sehe. Aber vielleicht versuche ich noch mal vorher
kurz so zwei, drei Maßnahmen zu sagen, die dieses Buch macht mit Mark Twain oder mit diesem Buch. Das Wichtigste, haben Sie jetzt gerade auch schon gesagt, dieser Perspektivwechsel. Es spricht nicht Huck, der Jugendliche, sondern es spricht der versklavte Jim, ein Mann in den 30ern und dessen Begleitung ist dieser kleine, junge, 13-jährige Huck. Also man guckt tatsächlich anders auf die Hauptfigur, denn die Hauptfigur ist ja auch eine andere. Das ist die erste Maßnahme. Zweite Maßnahme ist, ich lasse ganz viel so, wie es war. Also es wird geflohen von einem Kaff im Süden der USA, ich glaube in Missouri, Hannibal jedenfalls heißt es, und ab in den Norden. Denn der Anlass ist auch der gleiche. Jim, der Sklave, soll verkauft werden und will das nicht. Und Huck will seinem saufenden Vater entfliehen. Und das, die ganze Flucht ist vor allem entlang des Mississippi, nicht nur, aber fast so. Also, das, also zweite Maßnahme, ich lasse ganz viel so, wie es ist. Dritte Maßnahme, ich schaffe einen bestimmten Sklavendialekt. Es gibt auch in Twains Originaldialekte, Everett macht große Kunstwerke, um einen neuen zu schaffen. Das heißt, Jim, der sich später dann eben James nennt, spricht so, aber nur unter Sklaven und nur, wenn die Weißen zuhören. Und wenn die Sklaven unter sich sind, sprechen sie ganz normales Englisch. Vielleicht noch eine vierte und dann auch letzte Maßnahme. Dieser Jim, später James, ist hochgebildet. Das weiß aber eben keiner. Und beides, diese Sprachensache und diese Bildung, die versteckt er vor den Weißen durch, das nennt er Sklavenfilter, durch den Sklavenfilter. So, und jetzt vielleicht abschließend noch zwei Sätze. Was mich begeistert, ist die eigentlich unbeantwortbare Frage, oder ich glaube, ich hätte doch eine Antwort, ist das jetzt Kritik an Mark Twain, ja oder nein? Also wenn man sie so stellt, ist das jetzt Kritik, genau, ja oder nein? Dann würde ich sagen, kann man keine Antwort in einem Wort geben, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, ja klar ist das Kritik an Mark Twain, denn sonst würde man nicht ein ganzes Buch neu schreiben, so auf diesen alten Roman drauf. Aber es ist keine Kritik im Sinne von Nein sagen, im Sinne von Abschaffen, im Sinne von Verbrennen oder irgendwie so, sondern es ist eine Kritik, die in die Lücken und in die Ritzen, die Mark Twain gelassen hat, was Neues reinschreibt. Und zum Beispiel sieht man halt einfach auf eine sehr trocken, brutale Weise, was Sklaverei bedeutet hat. Und zum anderen, finde ich, muss man immer auch wieder lachen, weil das ein grundironisches, eben auch ein lustiges Buch ist. So. Lisa, Chris, Sie nicken. Haben Sie Huckleberry Finn gelesen als Kind? Ich weiß nicht, ob ich es ganz gelesen habe. Ich weiß nur noch, dass ich habe es geschenkt gekriegt und ich hatte das Gefühl, ich muss es lesen und es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Hat Ihnen das jetzt Spaß gemacht? Ja, das hat mir. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin war, so in der Erzählweise. Ich habe vor allem viel Spaß und Freude daran gefunden, an diesem Umgang mit Sprache und an diesem, wie Sie gesagt haben, dieser angepassten Aussprache von James. Und von diesem Gegensatz, also ich fand das sehr eindrücklich, wie wie die Sklaverei war, beschrieben wird, wie man die Angst spürt, wie man auch die Brutalität mitbekommt und wie trotzdem durch die Sprache und durch dieses Umstellen der Sprache, durch diesen Dialekt, das übrigens, also da möchte ich auch die Übersetzung nochmal hervorheben, dass es, also ich fand das wahnsinnig gut übersetzt, das hätte auch diesen Dialekt nachzuschreiben, ja. Das hätte tatsächlich... Und dass es trotzdem humorvoll ist, dass man sowas Schweres, sowas Ernstes humorvoll auch vermitteln kann. Und es wurde dann für mich zumindest sogar auch richtig spannend, was das Original bei mir zumindest nicht ausgelöst hat. Ja, es ist ein richtiger Abenteuerroman. Elke Heidenreich, wie genau, ging es Ihnen damit? Genau, das ist ein Abenteuerroman für Erwachsene. Ich habe mich am Anfang schwer getan, weil ich diesen Dialekt albern fand und dachte, was ist das, ein Rückfall in die alte Sklavensprache, bis ich gemerkt habe, dass es eine Parabel ist. Und unser James ist sehr, sehr klug. Er zitiert Voltaire und Kierkegaard. Und ich denke, wo hat er das her? Das lässt aber der Autor offen. Wir erfahren nicht, woher dieser Sklave, der eigentlich immer nur schwere Arbeit verrichten muss, so gebildet ist. Hat er es nicht in dieser Bibliothek gelesen? In der Bibliothek hat das sich alles angelesen, aber so ganz glaubwürdig ist es eigentlich nicht. Dass er es heimlich macht, ne, vielleicht. Ja, er hat es heimlich gemacht, ob er so viel Gelegenheit hatte, in dieser Bibliothek zu sein, bei diesem Menschen. Es ist ein Buch über die Grausamkeit der Sklavenhaltung, über die Brutalität der Weißen, die keine Ahnung haben von den Menschen, die sie da wie Tiere behandeln.
und die viel klüger sind als sie selbst. Also er übertreibt es da ein bisschen. Die Weißen sind strohdumm und die Schwarzen sind ganz klug. Das ist es dann vielleicht auch nicht. Am Ende wird der Böseste der Weißen, Hopkins heißt er, glaube ich, oder Hopkins, erschlagen. Und dann fragt man sich, und das ist eine für mich interessante Moralfrage, darf man einen so Bösen töten? Ist das gerechtfertigt? Ja. Er selber tötet. Und das Zweite ist, dass er eigentlich den Kantschen Gedanken, wir feiern ja gerade 300 Jahre Kant, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, dass er das aufgreift und dass James dem Huck, wo sich herausstellt, er ist sein Sohn, das fand ich nun etwas zu viel, diese Drehung. Ja, das ist ein Geheimnis, was er verrät, was ja, bei Huckleberry Finn eben... Seltsam, aber gut, lassen wir das mal stehen, dass er dem sagt, du bist dann frei, wenn du denkst, dass du frei bist. Es liegt an dir, ob du denkst, ich bin frei oder nicht. Das ist natürlich ein ganz interessanter Gedanke und das ist, glaube ich, der Kerngedanke des Buches, dass Freiheit auch in uns selber sein muss, sonst ist sie nicht. Ja, und jetzt hören wir einmal rein in dieses Sprachspiel, damit Sie eine Empfindung dafür haben, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, und auch diese Begegnung von James mit Huckleberry Finn. Und zwar ist es so, dass James geflüchtet ist, weil er hätte verkauft werden sollen und somit wäre er von seiner Familie getrennt worden. Er springt in einen Fluss und schwimmt zu einer kleinen Insel. Und wem begegnet er da? Wo? Lilian Amua, bitteschön. Der Morgen kam und ich schlüpfte in meine trockeneren, aber steif gefrorenen Kleider. Die Jacke war noch nass, deshalb breitete ich sie über einen Busch. Ich hüpfte herum, damit mir warm wurde und wartete darauf, dass die Sonne so hoch stieg, dass ich mit meinem Stück Glas Feuer machen konnte. Ich hörte ein Geraschel zwischen den Bäumen. Es hörte sich nach einem Menschen an, also musste ich annehmen, dass es sich um einen weißen Menschen handelte. Was ist denn das da im Wald? Ist das ein Geist? Bleib bloß weg von mir, du oller Spuk. Jim? Bist du das, Jim? Es war Huck. Schwer, du hättest mich fast zu Tode erschreckt. Was machst du denn hier draußen? Fragte der Junge. Sehr es mal frieren, sagte ich. Was denn du auf der Insel? Wieso bist du voller Blut? Ich habe mich umgebracht, sagte der Junge. Ich betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Hast aber nicht gut hingekriegt. Naja, Miss Watson, dieser verdammte Richter und Papst glauben, dass ich tot bin. Nur das zählt. Wieso glauben die das? Fragte ich. Ich habe ein Schwein abgestochen und sein Blut überall in Papst Hütte verteilt. Ich habe eine schöne Schweinerei gemacht, als hätte es da drin einen Kampf gegeben. Im Kopf zählte ich eins und eins zusammen. Huck war vermeintlich ermordet worden und ich war gerade weggelaufen. Wem würden sie dieses abscheuliche Verbrechen wohl in die Schuhe schieben? Aber was machst du hier draußen, Jim? Mich verstecken? Wieso? Naja, weil Miss Watson mich den Fluss runterverkaufen will und jetzt auch... Ich schüttelte den Kopf. Und jetzt auch was? Und jetzt auch, weil ich dich umgebracht habe. Jedenfalls werden die das glauben. Ich schaute ihm in die Augen. Du musst zurück, Huck. Kann ich nicht, sagte Huck. Paps bringt mich garantiert um. Hast wohl recht. Ich schaute zwischen den Bäumen hindurch auf den Flussarm, den wir überquert hatten. Erbarm dich. Was ist dein Plan, Jim? Ich wollte eine Zeit lang auf der Insel hier leben, aber jetzt suchen die nach einem Mörder und einer Leiche. Was heißt das, Miss Watson will dich den Fluss runterverkaufen? Ich bin Sklave, Huck. Sie kann mich verkaufen, wenn sie will. Und scheint's will sie. Und ehe sie das macht, muss ich weglaufen. Aber du hast eine Familie. Heißt gar nichts, wenn du ein Sklave bist. Huck setzte sich hin und dachte darüber nach. Wir hörten einen dumpfen Knall und warfen uns flach zu Boden. Wir krochen bis an den Waldsaum und sahen ein Fährboot vorbeifahren. Hinten saßen Richter Thatcher und seine Tochter Bessie. Tom Sawyers Tante Polly lehnte sich über die Bordwand. Ein Mann, den ich noch nie gesehen hatte, lud eine kleine Kanone nach, um einen weiteren Schuss abzufeuern. Er entzündete die Lunte und wieder durchdröhnte ein dumpfer Knall die Luft. Die Kugel klatschte ins Wasser. Warum machen die das, Jim? Die wollen deine Leiche dazu kriegen, dass sie nach oben schwimmt. Wär komisch, wenn gleich eine andere Leiche nach oben schwimmt, sagte er. Irrwitzig, sagte ich. Was? Er sah mich an. Irrzig, habe ich gesagt.
Was soll denn das heißen? Was? Guck mal, sagte ich. Der Junge wandte den Blick wieder in Richtung des Bootes und wir sahen zu, wie der Mann im Bug etwas ins Wasser gleiten ließ. Ich war erleichtert, Hucks Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken zu können. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir ein sprachlicher Ausrutscher unterlaufen war. Daran ließ sich ermessen, wie verwirrt und aufgeregt ich war. Ja, und später wird ja dann tatsächlich auch ein Toter angeschwemmt und dieser Toter ist der Vater von Huckleberry Finn. Und überhaupt, Sie haben es auch schon angedeutet, die Sklaverei, die da beschrieben wird, es ist wirklich willkürliche Gewalt, es ist Erschöpfung, es ist Hunger, es ist die ganze Schrecklichkeit. Würden Sie das denn einem 8-jährigen Kind empfehlen, dieses Buch? Weil Huckleberry Finn ist eigentlich für 8-Jährige. Ah, das habe ich, war mir ganz entfallen. Ich würde mich da jetzt Elke Heidenreich, entschuldigen Sie bitte, in dem Punkt total anschließen. Ist eine Abenteuergeschichte für Erwachsene. Also ich würde jetzt nicht unbedingt einen 8-Jährigen empfehlen. Was ich jetzt gerade, als ich das hörte, nochmal diesen schönen Vortrag dachte, war, es gibt einfach wirklich unterschiedliche Sprachniveaus in dem Buch. Es gibt diese Sklavensprache. Es gibt den Dialekt, den die Weißen im Süden sprechen, der ist auch nicht Hochenglisch. Dann gibt es den Erzähler. Dann gibt es Jim James, wenn er mit seinen in den Tagträumen so mit Voltaire oder Locke sich, John Locke, dem Aufklärer, streitet. Also sehr unterschiedliche Niveaus. Das heißt, man kann eigentlich sehen, dass das sehr artifiziell auf eine Weise ist. Das ist künstlich. Man kann die Künstlichkeit dieser Konstruktion nicht übersehen, wenn man älter ist als 8 zumindest. Trotzdem ist es total leicht zu lesen. Und deswegen habe ich mich, ich muss sagen, ich habe mich bei den Rachefeldzügen gegen Ende, habe ich mich nicht so moralisch unter Druck gesehen oder so. Also ich habe das nicht so als so eine moralische Abwägungssache empfunden. Darf man das ja oder nein? Sondern ich hatte das Gefühl, hier folgt einer einem Plan. Hier ist alles so wie an einer Perlenkette aufgereiht oder eben wie bei den Abenteuern, die Mark Twain schon mehr oder weniger vorgibt, von denen Everett manche ein bisschen länger macht, manche auch ein bisschen weglässt und rafft oder so. Aber da tut einer, was getan werden muss. So habe ich das gelesen. Weil er eben auch so voller Zorn ist, oder? Also ich konnte das auch mit nachfühlen, weil wir so viele Morde auch in diesem Buch miterlebt haben. Ausfeitschungen. Zum Beispiel schreckliche Misshandlungen auch. Wegen eines Bleistifts. Ja. Nicht? Ein Sklave hat einen Bleistift geklaut. Und wird ausgepeitscht dafür. Genau. Und wo Sie Zorn sagen, Entschuldigung, ganz kurz nur ein Satz zum Zorn. Das fand ich faszinierend, wie der Ich-Erzähler uns zeigt, wie er den Zorn überhaupt erst entdeckt. Ja. Den hat er eigentlich, der war ihm neu. Zorn und Unbehagen sind zwei Affekte, die er neu an sich entdeckt, indem er flieht, indem er auf den Fluss geht und so. Aber die er in den 30 Jahren seines Sklavenlebens vorher so nicht und die bei Huckleberry Finn übrigens auch nicht so da ist. Nicht? Das ist auch eine Emanzipationsgeschichte. Absolut. Genau. Dass er langsam eben im Kantschen Sinne sich selber findet. Er hat sich bisher ja nur darüber definiert, Sklaven haben nur eine Existenzberechtigung, wenn sie jemandem gehören, wenn sie irgendeinem Weißen gehören. Davon löst er sich, er gehört sich selber, er lebt sein eigenes Leben, er hat seine eigenen moralischen Gesetze. Also es ist ein Selbstfindungsbuch, ein Emanzipationsbuch. Und wir haben vorher auch über den Humor gesprochen, ja. Lisa Christ. Es ist eben wirklich so, das muss man immer wieder erwähnen, dass dieses Buch sich leicht liest, trotz all der Grausamkeit. Ja, und mir persönlich gefällt halt also dieses mit dem gesprochenen Wort. Also Sie haben gesagt, Sie fanden es am Anfang ein bisschen lächerlich mit diesem abgeschnittenen oder abgewürgten, mit diesem Dialekt. Und ich fand, also für mich ist es halt etwas, was die Sprache auch viel lebendiger macht. Und dass es dann so verknüpft ist mit dem, auch mit dem Charakter James und mit diesem ganzen, also wie Sie schon ausgeführt haben, alle haben eine unterschiedliche Sprache und so weiter. Und ich glaube, ein Teil des Humors wird auch dadurch ausgemacht, dass eben diese Überhöhung stattfindet. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt mega glaubhaft ist, dass sich James dieses Wissen alles angeeignet hat in dieser Bibliothek, in den ein paar Minuten, die er sich da stehlen konnte. Aber ich habe sofort geglaubt. Aber auch so
das, was am Schluss passiert, oder diese, es ist ja in diesem Sinne nicht unbedingt eine Rache, weil das, dafür wäre es noch viel zu wenig, aber es ist so eine Art, ich empfand es zumindest im Buch, ich sage ja nicht, dass man das jetzt in echt machen muss, aber so als eine Genugtuung, eine Umkehrung halt dieses Narrativs, dass eben Sklaven dumm sind und die Weisen sind klug und so, wurde das natürlich umgedreht und auch überspitzt, aber ich fand das eben genau wichtig. Und es gibt ja sogar diese ganze Passage, diese ganze kleine Geschichte, es sind ja diese so kleine Geschichten innerhalb der großen Geschichte, von diesem, wo das Blackfacing thematisiert wird. Szene. Und es ist so absurd, wie er, also er wird da aufgenommen in eine Band, wird gekauft von einem von einer Band und die malen sich die Gesichter, also es sind Weiße, die malen sich die Gesichter schwarz an und singen dann Sklavenlieder für weiße Leute und um sich lustig zu machen über die Sklaven. Über die Schwarzen, genau. Und er wird dann als Schwarzer gekauft, er ist aber anscheinend nicht so dunkel und wird dann noch geblackfaced und dann ist er quasi, er muss dann einen Weißen spielen, der einen Schwarzen spielt. Und es ist so, also diese Mehrschichtigkeit und so, ich fand das wahnsinnig Everett at its best. Und das erste Mal, wenn James auftritt und die Leute denken, er ist weiß und wie er dann erfährt, eben wie er eigentlich angeschaut wird, falls er weiß wäre. Ja. Also es ist wirklich ein Roman voller Erkenntnisse und Sie merken schon, es ist, glaube ich, das kann ich so sagen, eine Leseempfehlung von allen für Sie alle. Es ist eine kollektive Leseempfehlung und hier bin ich auch schon beim Begriff für das nächste Buch, Kollektiv. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Kollektivroman, Lisa Christ. Ja. Sie haben es mitgebracht, aber vielleicht auch erst mal kurz zu Ihnen. Sie sind preisgekrönte Kabarettistin, Sie sind Autorin, Sie schreiben eine Kolumne für den Beobachter, Sie sind auch auf Instagram sehr aktiv und für SRF. Empfehlen Sie Bücher, sprechen über Bücher unter dem Hashtag Lisa liest. Und in einem Post haben Sie auch gesagt, dass Bücher Ihren Blick auf die Welt und Ihren Blick auf die Gesellschaft verändert haben. Inwiefern? Ja, also es war so, dass ich als Kind oder als Jugendliche habe ich mich immer ein bisschen unverstanden gefühlt. Ich habe so eine suchende Natur in mir und Bücher haben mir einfach schon sehr früh, auch als ich irgendwie nicht so viel Anschluss gefunden habe, immer Welten eröffnet. Also durch Bücher kann man in so viele verschiedene Welten, in so viele verschiedene Gedankenwelten eintauchen. Man entdeckt wahnsinnig viel oder kann viel entdecken, wenn man möchte. Und wir haben nicht zuletzt also am Anfang habe ich natürlich Romane gelesen, ich bin nicht gerade mit Sachbüchern eingestiegen, aber irgendwann hat dann auch vor allem die feministische Literatur mir sehr viel Wortschatz auch gegeben für ein vorher nicht benanntes Unbehagen, das ich schon verspürt habe. Der Gedanke beim Lesen oder was mir beim Lesen immer so gefällt, ist, dass man oft auch eine gewisse Verbundenheit herstellen kann oder dass ich mich dann oft weniger alleine fühle, dass ich das Gefühl habe, andere Menschen machen sich auch Gedanken, manchmal ähnliche wie ich, manchmal ganz andere. Und ich finde das einfach auch, Lesen hat auch für mich was Intimes. Man lässt Menschen an der eigenen Gedankenwelt teilhaben, sei es jetzt fiktional oder nicht fiktional. Ich schätze das sehr und es gibt mir immer ein Gefühl von Verbundenheit, von vielleicht sogar Solidarität im weitesten Sinne bei diesem Buch auf jeden Fall. Ja, auch wenn Sie Salman Rushdie Ihnen das nicht so gefallen hat, ich fand ein Zitat von ihm aus diesem Buch, er hat gesagt, Lesen ist eigentlich, dass die eigene Innenwelt des Autors sich mit der Innenwelt des Lesers verbindet. Das fand ich so wunderschön und eigentlich sehr ähnlich wie das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Natürlich, es gab auch viele Momente in Knife, die mir sehr gefallen haben. Und auch im Everett, es ist lustig, was Sie gesagt haben, Everett sagt ja auch, Lesen ist etwas Hochintimes. Macht es lesend. Genau. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Buch. Wir kommen, ich habe es schon erwähnt, es ist ein Kollektivroman. Kollektivroman heißt in diesem Falle, dass 18 AutorInnen gemeinsam über weibliches Begehren, Sex und Alter geschrieben haben. Es sind viele Themen, die auch heute, 2024, noch tabuisiert sind. Es geht um Menstruation, Masturbation, es geht um Missbrauch, Sexualität vor und nach der Geburt, Sexualität im Alter. Es sind einige AutorInnen, sind Mitte 60, Mitte 80 und
Ich lese jetzt mal alle Namen der AutorInnen vor und diesmal reicht Gender ich ganz bewusst, weil auch trans, non-binäre Personen darunter sind, wie die Schweizer SchriftstellerIn Kim de l'Horizon. Genau, geschrieben haben an diesem Roman Lene Albrecht, Ulrike Dressner, Sirke Elsbass, Erika Fischer, Simone Goldschmidt-Lechner, Olga Krasnova, Verena Günther, Elisabeth Erhager, Kim de l'Horizon, E.V. Nuss, Maxi Oberexer, Jade Yasemin Önder, Zaza Savic, Sabine Scholl, Clara Umbach, Julia Wolf und zwei AutorInnen, die anonym bleiben wollen. Lisa Christ, was hat Sie an diesem Buch begeistert? Mich hat begeistert erstens mal die Art, wie es entstanden ist. Also es war mir vorher nicht bekannt oder ich habe das in dieser Form noch nie erlebt oder gelesen auch, dass man, also vielleicht kann ich das kurz ausführen, es sind, wie Sie gesagt haben, 18 AutorInnen, drei davon sind die HerausgeberInnen und die haben über 6 Wochen im Sommer 2023 anonym in einem Online-Dokument zu den Themen, die Sie eben erwähnt haben, also weibliches Begehren, Sex und Alter, geschrieben. Und es gab keine Regeln, außer der einen Regel, dass nichts, was man nicht selbst geschrieben hat, gekürzt oder gelöscht werden darf. Und so ist wirklich ein, von mir aus gesehen, ein Kaleidoskop entstanden, ein Buch mit wahnsinnig vielen kurzen Texten, die teils aufeinander eingehen, teilweise nicht, die dann von den HerausgeberInnen, ich habe gelesen, es waren 300 Seiten am Anfang und die wurden dann enorm gekürzt, redigiert, zusammengetragen und auch zu verschiedenen Themen dann gefasst. Und mich hat das Buch insofern begeistert, als dass ich einfach gedacht habe, ich habe sowas in dieser Form noch nie gelesen und es hat in mir viele verschiedene Gefühle ausgelöst, die wenige Bücher vorher in mir auszulösen vermochten. Mhm. Ich hätte mir gewünscht oder ich wünsche mir, dass es noch viel mehr darüber gibt, weil es auch der Sprachlosigkeit, die gerade mit weiblicher Lust verbunden in der heutigen Gesellschaft immer noch leider vorherrscht, etwas entgegensetzt. Und gerade in der heutigen Zeit, um das noch mal ein bisschen aufzumachen, gerade in so einem Klima, wo Frauenrechte immer und überall noch ein bisschen eingeschränkt werden, wo immer noch wieder und wieder diskutiert wird über Abtreibungsrechte und die Rechte über den eigenen Körper eingeschränkt werden und so weiter, finde ich, ist es doch wichtig auch, dass es auch in die andere Richtung gezogen wird und dass es Manifeste oder halt Bücher und Literatur gibt wie dieses Buch. Elke Heidenreich, wie ging es Ihnen bei der Lektüre, dieses Kollektive? Also wir sind kein Literaturclub und kein Bücherkränzchen. Es ist keine Literatur. Es ist ein Befindlichkeitsgeschwafel. Ich finde es entsetzlich. Und ich finde sehr verdruckst, dass wir heute immer noch über Sexualität und Begehren so schreiben müssen, wie das hier geschieht. Das ist längst überholt. Das hat Caroline Emke bereits gezeigt, die über Begehren sehr klug und sehr intelligent geschrieben hat. Und es gibt auch andere Bücher darüber. Es ist überhaupt kein Roman. Ein Roman hat eine Erzählung, eine fortlaufende Handlung, hat Protagonisten. Das hat es ja alles nicht. Dass sie das erst schreiben wollen und alles sagen und dann doch anonym bleiben, nein, lieber nicht meinen Namen, finde ich auch sehr verdruckst. Und mich hat es von Anfang an geärgert, gestört, dieses Buch. Und ich gestehe, ich habe es nicht fertig gelesen, weil es mich überhaupt nicht interessiert, was die für Menstruationsbeschwerden haben. Das bespricht man mit der besten Freundin oder mit der Mutter oder mit dem Partner oder mit wem auch immer. Aber öffentlich und dann anonym verdruckst in einem Buch, in einer Sprache, die zum Teil unterirdisch ist und die nichts mit Literatur zu tun hat, war für mich empörend. Das sind sehr harte Worte von Elke Heidenreich. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Sie nicht zu Ende gelesen haben, weil ich dachte, vielleicht auch gerade... Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich bemüht. Mit den letzten Passagen, wo es eben auch um Alter und Liebe geht. Das habe ich schon gelesen noch. Das haben Sie noch so schnell gelesen. Also ich habe nicht jede Seite lesen können. Ich habe dann so und habe gedacht, kommt noch irgendwas. Und das Thema Alter und Sexualität ist ja interessant. Darüber habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Das weiß ich, aber dazu habe ich jetzt gar keine Lust, mich auszuführen. Ich finde es alles irgendwie so verklemmt und klein und anonym. Und ich hoffe, Sie reißen dann jetzt nicht. Sie reißen jetzt nicht den Kopf ab. Ja, bitte. Entgegensetzen. Mhm. Ich finde gerade das, also ich glaube, das Anonyme, das hat mich am Anfang auch, habe ich gedacht, warum? Ich habe dann aber gemerkt, es gibt einem eine Freiheit, die man sonst gerade in der Öffentlichkeit und so weiter nicht hat oder sich vielleicht auch nicht nehmen. Ja, aber dann kommen wir nie weiter mit dem Mut.
Ja, doch, weil es gibt ja das Buch und wenn man es liest, dann kommen wir vielleicht weiter. Und ich habe, ja, nee, also man muss es ja nicht lesen, wenn man es nicht gut findet, das finde ich auch. Aber ich finde, was ich auch sehr interessant und wichtig fand mit dem Kollektiv und mit dem Anonym, ist, dass es für mich so im feministischen Kontext setzt dieses gemeinsame Schreiben und das als Kollektiv dastehen und wo es eben nicht mehr darum geht, ich habe dies geschrieben, ich habe dies geschrieben, setzt das für mich einen ganz klaren Gegenpunkt zu diesem männlich konnotierten einzelnen Genie. Ja. Das wir sonst auch in der Literatur so. Das haben wir doch in der weiblichen Literatur auch. John Didion, Dorothy Parker, ja, wir haben so viel weibliche. Aber René Agiga, Sie müssen schlichten. Sie müssen jetzt dazwischen. Nein, was war Ihre Meinung? Das würde ich mich finde jetzt nicht, dass man alles schlichten Nein, muss. Schlichten auf keinen Fall. Aber beziehungsweise würde mich jetzt doch interessieren, wie Sie dieses kollektive Buch über weibliche Sexualität gelesen haben. Also ich fand vielleicht als erste Assoziation, ich fand das mit dem Kollektivautorschaft oder Autorinnenschaft hochinteressant, weil es doppelt interessant ist. Erstens, ein literarischer Effekt, würde ich sagen. Ich fand eigentlich gerade bei Ihnen den Satz am interessantesten, das sei keine Literatur. Aber für mich ist mindestens ein Effekt beim Lesen einer gewesen, den ich unbedingt literarisch oder jedenfalls literarisch lesend nennen würde. Nämlich, ich habe immer, wo ist jetzt welche Stimme? Erkenne ich Stimmen wieder? Also das sind offenbar 18 Stimmen. Ein oder zwei haben so durchgehend klein geschrieben, Kleinschreibung benutzt. Mhm. Die habe ich gedacht, super, die kann ich wieder. Ich habe auch nach anderen Fäden gesucht, das ist mir überhaupt nicht gelungen. Aber trotzdem konnte ich nicht aufhören, damit nach individuellen Stimmen zu suchen eigentlich. Und das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich gut. Das ist so ein bisschen das literarisch Aufregende an dem, oder jedenfalls zum Denken bringende an dem AutorInnen-Kollektiv-Gedanken. Und dann ist es aber auch inhaltlich interessant. Also natürlich wissen wir, dass man über Sexualität öffentlich kommunizieren kann. So, ne? Also egal, ob in der Literatur oder in der Pornografie, man spricht öffentlich über oder kommuniziert öffentlich über etwas, das man, wie Sie gerade gesagt haben, zunächst mal mit Intimität in der Moderne verbindet. Hier ist es aber ein Kollektiv von Leuten, die über was Intimes reden. 18 Leute, die gleichzeitig über was Intimes reden. Das ist doch interessant. Also, und interessant könnte auch was mit Kunst zu tun haben, das heißt, könnte was mit Literatur zu tun haben. Und das Ergebnis, also zumindest wenn man erstmal so einen offenen Begriff hat, wenn man sich erstmal die Sachen anguckt, bevor man urteilt. Die Form oder das Ergebnis, das ich da jetzt gesehen habe, das war für mich, ich hatte für mich dann irgendwann, ich habe auch nicht jede Seite gelesen übrigens. Ich möchte noch sagen, ich habe es mir angeguckt, ehe ich beurteilt habe. Aber ich muss sagen, das hat für mich auch was mit der Form zu tun, nämlich mit so einer Überwältigung durch eine Suada. Also die ganze Zeit wird geredet. Ja, aber das ist doch vielleicht im weiteren Sinne so literarische Form. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt sehr entgegengesetzte Meinungen und vielleicht können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen selbst eine kurze Meinung bilden. Wir hören einmal rein in die Lesung. Lilian Amja, bitteschön. Da unten. Meine Mutter hat mit mir nie über Sex geredet, über Menstruation oder mein Geschlecht. Ihr Mund war vom Schweigen der Generationen vor ihr wie beschnitten. Das ist für da unten, sagte sie knapp, als das Blut nicht mehr zu leugnen war und schob mir heimlich eine Packung Binden zu. Und vorher, über Jahre hinweg, immer wieder ihre bange Frage, hast du sie schon? Nein, presste ich jedes Mal hervor. Auch mit 13 noch, als wir es längst beide wussten. Sie wusch doch meine Wäsche. Sie sah doch das Blut. Ich sagte trotzdem weiterhin nein und wir wechselten erleichtert das Thema. Ich war auch die Letzte in meiner Klasse. Meine Mutter nahm meine erste Menstruation zum Anlass, mir zu sagen, ich solle vorsichtig sein, mit wem ich Sex habe. Manche Männer wollten einen nur ausnutzen. Wir saßen zusammen in der Badewanne und das war es, was sie mir zum Thema Sex zu sagen hatte. Im Nachhinein tut sie mir leid. Im Nachhinein denke ich, ich bin in meinen 20ern vielleicht auch deshalb so wahllos mit Typen ins Bett gegangen, weil ich mir beweisen wollte, dass ich das kann, weil ich es will und ohne, dass mich irgendwer ausnutzt. Beim Lesen bleibt vor allem dieses Bild stehen, wie ihr gemeinsam in der Badewanne sitzt. Das ist schön. Ja, das stimmt und es freut mich, dass du das schreibst.
Die Frauen in meiner Familie pflegen eine große körperliche Intimität. Meine Mutter hat auch mit ihrer Mutter noch bis ins hohe Alter gekuschelt und gebadet. Als meine Oma schon schwer dement war, sind wir manchmal zu ihr ins Bett gekrochen, einfach um ihr nahe zu sein. Das hat mir meine Mutter auch mitgegeben. Ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Berührungen sind. Everyone is female and everyone loves it. Konfetti. Everyone is female and everyone loves it. Schuss einer Handfeuerwaffe. Elke Heidenreich, ich will es bei Ihnen trotzdem noch einmal versuchen, weil, und ich hoffe, Sie reißen mir jetzt nicht den Kopf ab, aber ich habe die, genau, ich habe dieses Buch parallel gelesen zu Ihrem Buch, was jetzt gerade erscheint, Altern heißt es, bei Hansa erschienen, und Sie schreiben in Ihrem Buch übers Altern eben auch, dass die Leidenschaft eigentlich nicht aufhört, dass das Herz ein Organ ist, was älter wird, aber eigentlich als Hort der Gefühle, als Ort der Gefühle eben auch nie aufhört. Und ich dachte, dass, falls es Wir kommen, Sie vielleicht literarisch nicht interessiert, dass es Sie doch inhaltlich interessieren würde. Natürlich, weil Berührungen sind in jedem Alter wichtig, mit 17 und mit 80, wenn Menschen sich nicht mehr berühren, nicht mehr in den Arm nehmen, das ist ja entsetzlich. Mich macht diese Selbstfindungskultur da so nervös und ich finde es eben nicht literarisch. Und ich habe einen Essay geschrieben, der auch nicht Literatur ist, sondern ein Essay darüber, wie es ist, alt zu werden. Ich bin jetzt 81, also wer weiß es, wenn nicht ich. Ich habe das ja mitgekriegt. Ich kann mein Leben vor mir sehen und ich sehe, dass es begrenzt ist und irgendwann bald vorbei ist. Und was macht das mit mir? Es macht mir zumindest keine Angst und ich finde Alter einen hochspannenden und wunderbaren Abschnitt meines Lebens, für den ich dankbar bin. Also ich finde das toll, wenn man das Geschenk hat, so alt werden zu können. Ja, und das erfährt man aber in diesem Buch eben auch. Also man erfährt tatsächlich Begegnungen, sexuelle Begegnungen im hohen Alter, Beziehungen, die dann aber eben anders ablaufen, als wir das eben von den relativ klassischen Filmen kennen, wie Sexualität eben abläuft. Aber noch eine Frage, was verbindet vielleicht diese 18 unterschiedlichen Stimmen? Welche Themen verbinden sie? Oder geht man, ich hatte dieses Thema Scham, also, was sich eigentlich durchgezogen hat. Ich nenne es verklemmt. Also ich finde die alle sehr verklemmt. Wenn die darüber sich immer noch grämen, dann haben wir es noch viel, haben wir noch viel zu tun. Ja, also, aber das ist doch ein, aber das ist ja tatsächlich so. Ja, aber warum dann anonym, wenn sie nicht sagen, wir haben also immer sind noch ja nicht, Scham und Scheu, das zu machen. Sind ja nicht alle anonym. Also na ja. Wir kennen also ja die Namen. Sind Namen drin, literarische, wie Ulrike Gressner oder Olga Grasnia. Also wir kennen ja die Namen, beide sind anonym, die anderen nicht. Ja, aber jeder Text ist doch anonym. Ja, aber es geht ja darum, dass es zu einem großen Ganzen wird und dass es nicht darum geht, wer was jetzt geschrieben hat, sondern es geht auch darum, eben was verbindet die Texte. Die Scham zieht sich, finde ich, durch und die Scham ist ja etwas, was uns von der Gesellschaft auferlegt wird. Es ist nicht eine eigene Wahl. Man kann sich daraus emanzipieren. Ja, das was ich finde, dass sie, dass halt diese AutorInnen mit diesem Buch auch tun. Sie machen einen Schritt in die Öffentlichkeit und da möchte ich noch mal so was ganz, ganz im Feminismus so verankert, dass, was Sie gesagt haben, über die Menstruation spricht man mit der besten Freundin und so weiter. Das Private ist politisch. Und wenn wir nicht über Dinge sprechen können, die halt genau durch die Scham ins Private verdrängt wurden und deshalb auch politisch keine Schlagkraft mehr haben. Wo ist denn Menstruation politisch? Ich bitte Sie. Ja, also es geht zum Beispiel darum, dass man, Menstruation ist politisch, indem man für Menstruation mehr Ausgaben hat. Man muss Geld ausgeben, um Periodenprodukte zu kaufen. Man kann es rauchen auch politisch. Zigaretten kosten. Das ist eine auch Wahl. Ich habe keine Wahl, das hat man nicht möchte, das führt oder jetzt ob ich so weit. Ich gehe da überhaupt nicht mehr mit. Ich man rate nach wie vor sagen, Caroline Emke zu lesen, wie wir begehren. Das rate ich auch. Sie kann ja beides lesen. Da raten Sie auch zu. Da rate ich absolut. Weil das ist das war für mich auch ein Erweckungsmoment, dieses Buch zu lesen. Hier im Prolog steht, ich möchte gerne glitschig und klug sein. Klug würde schon reichen, oder? Aber wir können auch noch mal darüber reden. Den Text, den wir eben gehört haben, das war fürs Fernsehen auch ein etwas weniger expliziterer Text. Es gibt natürlich auch Texte über Gewalt, Fantasien, auch über Missbrauch. Und ich glaube, da ist diese Anonymität schon noch ein Schutzraum. Rena Giga, Sie können das Letzte zu dem Buch sagen, bevor wir weiter müssen. Meinetwegen soll das gar nicht das Letzte sein, aber von mir kam jetzt einfach noch eine Assoziation. Also die geht davon aus, dass mich das Buch eigentlich berührt hat. Ich hatte eigentlich das
ich fühlte mich eigentlich gedrängt, mich dazu zu verhalten auf irgendeine Weise. Und das hat mich beeindruckt. Jetzt kommt eine kurze Schleife. Die dauert aber nur 40 Sekunden. Gut. Eigentlich ist dieses Buch so ein bisschen der Traum oder Albtraum eines berühmten Philosophen aus dem 20. Jahrhundert namens Michel Foucault. Der hat nämlich mal gesagt, eigentlich sind wir gar nicht so verklemmt, sondern wir im Abendland, wir reden ständig über Sex und sollen ständig über Sex reden und so weiter. Und das war von ihm eigentlich kritisch gemeint. Wir reden zu viel über Sex und dadurch wird alles immer normalisiert. Heute, 50 Jahre später, scheint das aber wieder notwendig zu sein, ist so mein Eindruck. Also mein Eindruck ist, dass dieses Buch ein bisschen danach drängt, sich über die so super frei und ungeregelt und trotzdem irgendwie noch politisch regulierten und gewalttätigen sexuellen Verhältnisse sich zu verständigen. Ich verstehe das eigentlich als Verständigungsversuch. Jetzt gehöre ich einem Geschlecht an, das als einziges nicht vorkommt in diesem, also nicht sprechend vorkommt, aber natürlich anders schon vorkommt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich irgendwie dazu verhalten. Also es will irgendwas von mir, das Buch. Ja, aber bei Foucault war das eben vielleicht eben doch eher die männliche Sexualität. Also für mich ist es auch tatsächlich ein Buch, was eben Dinge ausspricht, die oft verschwiegen wurden, die tabuisiert wurden, für die es auch keine Sprache gibt und dieser Versuch, eine Sprache dafür zu finden. Und übrigens erfährt man in diesem Buch, dass es in der Sexualität nichts gibt, was es nicht gibt. Zum Beispiel sofortige Erregung, wenn Menschen Schweizerdeutsch reden. Ja, und so kommen wir auch schon zum letzten Buch, Elke Heidenreich, und zwar Tiere, vor denen man Angst haben muss, von der jungen Autorin Alina Herbing. Und ich freue mich richtig, dass wir jetzt über dieses Buch sprechen, weil es gibt Bücher, Romane, die liest man und dann verfolgen einem die Figuren noch so weiter und die Atmosphäre verfolgt einem und man möchte unbedingt mit Menschen darüber sprechen, die dieses Buch auch gelesen haben. So ging es mir und das machen wir jetzt, Elke Heidenreich. Worum geht es in dieser Geschichte, die ich finde, das ist eine wirklich sehr außergewöhnliche Kindheitsgeschichte. Ja, das ist es wirklich. Es geht um eine Familie, Mutter, Söhne, Töchter, Vater, die ziehen aufs Land, weil die Mutter eine Tiernärrin geradezu ist und ein Naturfreak. Und diese Mutter ist unentwegt damit beschäftigt, Kettenhunde zu retten, festgefrorene Schwäne loszuhacken. Also sie ist dauernd unterwegs und rettet irgendwo Tiere und schleppt diese Tiere alle ins Haus. Auch zwei Wildschweine, die dann zahm werden. Diese Wildschweine zertrampeln den Garten, machen den Weg zum Plumpsklo, zu einer Matschwüste. Und wenn wir Plumpsklo hören, ahnen wir schon, dass dieses Haus nicht ganz in Ordnung ist. Das müsste renoviert werden. Dazu hat aber keiner Lust, Zeit und Geld. Dem Vater wird das alles zu blöd. Er nimmt die Söhne und zieht wieder in die Stadt. Die Mutter bleibt mit zwei kleinen Mädchen, Madeleine und wie heißt die andere? Ja, wie heißt die Schwester? Auch so eine interessante Figur, über die ich sprechen möchte. Ja. Gerade fällt mir der Name nicht ein. Bleibt mit den beiden Töchtern zurück und das ist ein ganz trostloses Haus. Das Dach fällt fast ein. Sie haben finden eine verletzte Eule, die Mutter natürlich. Für diese Eule müssen Mäuse angeschafft werden, damit die Eule was zu fressen hat. Diese Mäuse bevölkern irgendwann das ganze Haus. Die Kettenhunde stehen auf dem Flur und knurren. Die Kinder trauen sich nicht auf den Flur und klettern durchs Fenster raus. Die Mutter sagt, ich muss erst die Tiere versorgen, macht euch selbst Frühstück. Es ist aber nichts im Kühlschrank, weil allmählich das Geld ausgeht. Nach der Schule stehen die Kinder im Regen 2 Stunden draußen und warten, dass die Mutter sie abholt. Die muss aber wieder irgendeinen Schwan retten oder sonst was. Sie kommt nicht. Also es ist im Grunde ein Roman, der ist spannend und interessant zu lesen, aber er bricht einem das Herz. Es ist ein Roman über Verwahrlosung, über völlig verwahrloste Kinder, die keinen Halt haben, die nichts haben, worauf sie sich verlassen können. Und irgendeine schöne Mutter, die draußen steht und raucht und sagt, ach, stellt euch nicht so an. Und es hat mich sehr erschüttert, das Buch. Lisa Christ, konnten Sie sich mit diesem Land, mit diesem Tierleben verbinden? Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, natürlich nicht so prekär, muss man sagen, zum Glück. Es gab aber die eine oder andere Stelle, wo ich das so ein bisschen gefühlt habe. Wenn man morgens aufwacht und es ist sehr kalt, also das ist auch etwas, was sich durch das Buch durchzieht, diese Kälte, sowohl die emotionale Kälte als auch die Kälte im Haus. Die frieren alle. Die liegen mit Steppjacken im Bett. Genau, weil der Ofen nicht eingefeuert werden kann und auch dieser Rauch dann von dem nassen Holz, den man draußen sammelt und so. Und dann gibt es die eine Stelle, wo die Protagonistin mit den nackten Füßen oder mit den Füßen auf den Boden muss morgens und man will nicht aufstehen, weil es
kalt ist. Und das Gefühl kenne ich, ist nicht so kalt, und auch nicht so, aber einfach so morgens nicht aufstehen wollen, das kenne ich sowieso, aber morgens nicht aufstehen wollen, weil es kalt ist und weil man denkt, ach nee und so. Und ich natürlich geht es hier noch viel weiter in dem Roman. Ich fand ihn wahnsinnig einnehmend und ich fand die Atmosphäre mega stark. Also da, man ist wirklich in diesem, wie Sie gesagt haben, in diesem Gefühlsleben auch der Protagonistin von Madeleine, die Schwester heißt Ronja, genau. Genau, und auch diese Verbindung zur Schwester, die irgendwie das Einzige ist, was anscheinend intakt zu sein scheint. Das ist gut, ne? Die beiden Schwestern zusammen, das ist spannend. Ja. Die sorgen füreinander, das sind die Einzigen, wo mal gesorgt wird. Genau, ja. Die haben auch, und dann, aber mir war das, also es ist so ein umfassendes Bild, ich konnte das Buch nicht inhalieren, sondern ich musste es immer wieder weglegen, weil es mir zu intensiv war. Also so, es hat mich so, es nimmt einen so mit und es geht dann auch immer weiter oder das Haus zerfällt immer weiter und es wird das zerfällt alles, die Familie und, zerfällt, genau. Das Haus zerfällt. Es gibt aber trotzdem auch immer, finde ich, diese Momente mit der Mutter, wo ein kleiner Funke, man erahnt einen Funken Zuneigung und man merkt so oder man fühlt mit der Protagonistin mit, dass man da mehr davon möchte und dann ist es aber immer, aber es ist immer zu wenig. Am Ende es kommt immer noch so ein kalter, schlimmer Satz. Genau, es ist immer so, ach, ja, doch, diese nicht. Mutterfigur ist unglaublich. Man hasst sie gerade. Aber man mag sie auch irgendwie, oder? Ja, hat sie diese auch Selbstständigkeit, was. Aber es dreht sich ja eigentlich alles um diese Mutter, die sich nicht um ihre zwei Töchter kümmert, weil sie einfach die Tiere lieber hat, René Agiger. Wie ging es Ihnen mit den Tieren und der Mutter? Ich behänge ehrlich gesagt immer noch an dem Satz, das ist kein Literatur, das ist Literatur. Das ist Literatur hier, ne? Diese, ja, das ist Literatur. Das ist Literatur. Ich bin ein bisschen langsam. Ja, es sind ganze Sätze. Subjekt-Prädikat-Objekt. Ja, genau. Und mir ging es so, also ich überlege gerade, wie ich den Tonfall beschreiben würde. Und das fällt mir nicht leicht. Ich finde den, ganz bisschen hat er was Beschauliches vielleicht. Er hat was Nüchternes. Er hat was, ich schreibe das alles mal so aufmäßiges, also von Madeleine. Und mir selbst ging es aber so, dass ich auf wegen der inhaltlichen Dinge, die da beschrieben werden, ich fand das alles irgendwie in einem Wort beklemmend. Ja. Und warum eigentlich? Also wie macht diese Literatur das? Wegen der Verwahrlosung. Das wegen dieser emotionalen Zurückweisung der Mutter ihren Kindern gegenüber. Ja. Okay, aber das kann ja auch was mit der Sprache zu tun haben, mit dem Tonfall zu tun haben, mit der Literatur zu tun haben. Ja. Und da denke ich gerade drüber nach, wie das... Ja. Woran das genau das liegt. Kann sie aber eben. Sie sind noch nicht zum Abschließenden, nee, sozusagen, ich hab nicht die Sprache macht, weil ich finde schon, dass sie es schafft, eben so kindliche Emotionen hervorzubringen, ohne dass sie emotional wird oder sehr gefühlig wird, sondern es ist eigentlich nur sprachlich. Von außen wird eine Situation nach der anderen erzählt. Wir haben eben schon über die Mutter gesprochen, beim Vater, weil man es hat ja was diese Lakonisches, oder? Es hat was sehr Lakonisches und man riecht ja förmlich dieses ganze Tierfutter und die Tierurin. Ja. Und die Mutter ist ja keine böse Mutter, die böse für ihre... Ist sie keine böse Mutter? Gegen doch, ihre Kinder nein. ist, sondern sie hat einfach andere Prioritäten und sie sagt, ach stell doch, ihr habt da irgendwas. Tiere gehen immer vor. Also Tiere gehen immer vor. Ja, ich habe mich auch gefragt, so, wenn man so viel, also sie wird am Anfang, wird sie gar nicht, ich glaube, sie wird in der Mitte des Buches mehr eingeführt, die Figur der Mutter, oder man kriegt mehr von ihr mit. Mhm. Und dann habe ich mich automatisch gefragt, was hat denn die Mutter für ein Leben? Warum fokussiert sie sich so sehr auf die Tiere? Warum kann sie sich nicht auf ihre Kinder einlassen? Warum schleppt sie da noch diesen schrecklichen Mann an, der da auch noch in der Küche raucht und so? Und warum hat sie, also weil offenbar, wenn man so eine, also sie hat ja irgendwie eine Fürsorge, die sie aber den Tieren gibt. Mhm. Warum gibt sie den Tieren und nicht den Kindern? Und das beschäftigt einen. Also mich hat das sehr beschäftigt. Und vielleicht, um auf die Sprache zurückzukommen, ich fand das auch sehr eindrücklich, weil sie halt ich glaube, sie schreibt kein einziges Mal von der Protagonistin oder die Protagonistin schreibt nicht, ich fühle mich so und so. Mhm. Es wird nicht so darzustellen. Genau, es wird nicht darüber gesprochen, wie das Innenleben sich ausdrückt. Und ich glaube, das ist auch dieses Kindliche. Also als Kind überlegt man sich ja nicht, ich fühle mich jetzt so und so, sondern man lebt das einfach. Und es gibt keine, diese krasse Selbstreflexion, die passiert ja erst im Erwachsenenalter. Mhm. Außer bei der Mutter vielleicht. Ja, und plötzlich weint die kleine Schwester und die kleine Schwester sucht Trost. Und allein durch diese Beschreibung des Trostgebens wissen wir, wie die Figuren sich fühlen. Aber ich habe eine Sache mir aufgeschrieben. Ja. Einfach,
als ich nochmal in dem Buch geblättert habe für unser Gespräch, da habe ich mir eine Sache, Ronja und ich saßen am Küchentisch, sahen den Ratten zu und trauten uns nicht aufs Plumpsklo. Ja. Oh. Das muss man sich mal vorstellen, diese Situation. Dass man sich nicht auf Toilette traut. An die, zu Hause. An die Ziegen im Auto. Ja. Die Ziegen, die plötzlich das Auto übernehmen und die Ziegen fressen den, die Hosen weg, die Schweine zermatschen den Garten, die Kinder haben im Grunde nichts. Mhm. Aber ist das eine Verwahrlosung, wo man sagt, so jetzt müsste man eigentlich die Nachbarn informieren, die LehrerInnen informieren, die Polizei informieren? Immer so dieses Malergrad. Ja, genau, es ist genau zu wenig, um wirklich irgendwie. Die Kinder verhungern am Schluss nicht. Genau. Es ist immer so, aber immer zu wenig. Die Kinder haben Angst vor diesem Kettenhund und die Mutter sagt, ach, der tut doch nichts. Der spürt eure Angst, ihr müsst einfach keine Angst haben, geht doch raus. Also, das muss man dann machen als Kind. Ja, es ist wirklich ein sehr eindrücklicher Roman. Ich nehme an, bei Ihnen, René Agiga, weiß ich es noch nicht ganz genau, ob es auch eine Empfehlung ist. Hier. Mich hat das beeindruckt, aber ich wäre jetzt nicht, ich muss sagen, jetzt, ich bin total dankbar gewesen für den Hinweis auf dieses Buch. Ich bin auch dankbar dafür, aber das ist jetzt nicht mein, mein Buch. Ist nicht ganz angeschlossen. Aber jetzt haben wir noch mal die Möglichkeit, wir sind nämlich schon am Schluss, noch echte Herzentipps zu geben. Wir kommen zur Tipprunde und die Solothurner Literaturtage sind just zu Ende gegangen. Wir haben 3 Tage lang die Literatur gefeiert und in diesem Zusammenhang habe ich auch gebeten, der Runde einen Tipp mit Schweizbezug mitzubringen, weil die Solothurner Literaturtage auch immer diesen Schweizfokus haben. Dieser Christ, was haben Sie dabei? Ich habe dabei Hallo von Lara Stoll. Lara Stoll ist eine Salzburger Stierpreisträgerin 2021. Und sie hat in diesem Buch, das ist eine Textsammlung, ich weiß nicht, ob das unter Literatur fällt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Es gibt auch Fotografien, es ist grafisch schön gesetzt. Es gibt längere Texte, kürzere Texte, es gibt dadaistische Texte, Gedichte. Und man spürt einfach die Lust an der Sprache und der spielerische Umgang an der Sprache, auch das Gesprochene in der Sprache, was Lara Stoll einfach wahnsinnig gut beherrscht. Und es ist einfach ein grandioses Buch, das einem viel, viel Freude bereiten kann. Ja. René Agiga, was haben Sie dabei? Ich habe ein Buch dabei, von dem ich jetzt fürchte, dass das alle Leute viel, viel besser kennen hier als ich. Das ist Max Frisch, Homo Faber. Halten Sie es gerne einmal in die Kamera. In diese da. Das sieht sehr zerlesen aus, weil das ein Buch aus der Schulzeit ist. Also ich habe das tatsächlich in der Schule mal lesen müssen. Und als ich gehört habe, es soll einen Schweizbezug haben, ist mir als erstes Max Frisch eingefallen. Und das hing auch mit dem totalen Zufall zusammen, dass ich in den letzten Wochen mit 2 Menschen, mit einem befreundeten Schriftsteller und mit einem meiner Söhne, über Max Frisch gesprochen habe. Und während es damals mein Deutschlehrer geschafft hat, aus meiner Leselangweile, die zu verwandeln in, wow, guck doch mal dahin, guck doch mal dahin. Und dann war vor allem das Thema des superrationalen männlichen Protagonisten sichtbar, der die ganze Welt in seine zweidimensionale Kamera so zwängen will. Und eins der Gespräche, das ich jetzt geführt habe, hat gesagt, hey, wenn du dich für das Thema Erinnerung interessierst, und das tue ich, dann guck doch mal in Homo Faber. Und das will ich jetzt einfach mal tun und bin selber gespannt darauf, das einfach jetzt mal nach x Jahren wieder aufzuschlagen. Ja, Max Frisch, Homo Faber war übrigens auch meine Entdeckung der Literatur während der Schulzeit. Ich kann das also sehr gut nachvollziehen. Und wenn Sie von Erinnerung sprechen, ist es auch für mich ein Flashback. Elke Heidenreich. Ich habe bei der Schweizer Literatur an die gegenwärtige, jetzt nicht an Max Frisch gedacht, sondern mir ist immer einer der liebsten Autoren Alain-Claude Sulzer. Sein letztes Buch hieß Doppelleben über die Brüder Goncourt. Er ist für mich der eleganteste aller momentanen Schweizer Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Ich lese seine Bücher wahnsinnig gerne. Im Herbst kommt ein neues, ich freue mich schon. Und dann lese ich im Moment, ich habe es noch nicht fertig, Ursula Fricker, Fangspiele. Das ist eine Ehegeschichte und diese Ehe scheint gerade dramatisch auseinanderzubrechen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe vor 2 Jahren von ihr gelesen, Gesund genug, ein Wahnsinnsbuch über eine Familie, in der ein Vater die Familie zwingt, unentwegt sich gesund zu ernähren. Kein Zucker, keine Schokolade. Oh alles. Gott. Und die werden fast verrückt daran. Und das hat mir sehr gefallen. Und darum interessiert mich, was Ursula Fricker weiterhin macht. Und die hat mir übrigens Alain-Claude Sulzer empfohlen. Der hat gesagt, das soll ich lesen. Und das lese ich gerade. Und ich glaube, das ist richtig gut.
Und schon wieder zwanghafte Eltern. Aber in dem schon wieder zwanghafte Eltern. Genau. Und ich gebe meinen Tipp diesmal auch wieder gerne ans Publikum ab, an eine Zuschauerin. Ich stehe auf, gehe an die Bar und komme zu Ihnen, Sinem Tunakan. Herzlich willkommen, Sinem Tunakan. Sie sind Architektin, Sie sind passionierte Leserin. Sie leiten auch einen Schreibworkshop in Albisrieden in Zürich. Sie organisieren Lesungen und Sie kommen immer wieder zu uns in den Literaturclub als Gast. Woher kommt diese Liebe zur Literatur? Ja, das ist natürlich damit verbunden, dass Lesen halt in der jetzigen Welt unabdingbar ist. Also ohne Lesen denke ich einfach, dass man vieles halt einfach nicht verstehen kann, was gerade passiert. Das kann die Zeitung sein, aber auch für die Schule eben, wie wir gesehen haben, Bücher. Und deswegen geht es für mich in die weite, weite Welt zurück, in die Kindheit, wo man einfach ein Buch nimmt und liest und dann ins Alter mitträgt. Und Sie haben uns auch einen Tipp mitgebracht. Was haben Sie dabei? Ja, ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch entdeckt oder das Buch mich entdeckt hat. Also es ist von Reingard Dirscherl. Sie ist in Wien geboren und sie hat im Museum der Kulturen in Basel zahlreiche Führungen gemacht, Vermittlungen, und ist Ethnologin und Journalistin und war als freie Journalistin im Iran und hat lange auch in der Osttürkei gelebt. Ihre Thematik ist Migration und sie hat wirklich ganz tolle Geschichten geschrieben, wo sie diese schwierige Arbeit der Integration reflektiert. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich dieses Buch lese, und ich lese es tatsächlich immer noch und immer wieder, die einzelnen Geschichten, es macht Spaß und es hat auch wirklich einen tiefen Charakter da drin. Philosophisch spricht sie immer wieder irgendwie auf. Und zuletzt habe ich einfach festgestellt, dass freier Journalismus der Atem der Gesellschaft ist, einer freien Gesellschaft, und dass es eine Autorin gibt, die tatsächlich das auf den Punkt bringt. Ja, und das insbesondere in einer direkten Demokratie, wie wir sie hier haben. Tägliches Befremden, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Ich danke Ihnen. Ja, und jetzt bedanke ich mich auch ganz und sehr, sehr herzlich für dieses lustvolle Streiten. Ich bedanke mich für die Inspirationen Elke Heidenreich, René Agiga, Lisa Christ. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Der nächste Literaturclub findet am 25. Juni statt und da begleitet sie wieder meine Kollegin Jennifer Kakshuri durch den Abend und als Gast hat sie den Intendanten, Regisseur und Schauspieler Daniel Rohr. Und zum Abschluss gibt es natürlich wie immer ein Gedicht und ich habe die Schauspielerin Lilian Amua gebeten, eins ihrer Lieblingsgedichte mitzubringen. Viel Spaß, Debbie. Ihnen schöne Orbig. Schön sind Sie, Debbie, Xi, und bis ganz bald. Tschüss. Ich habe mir Anna Blume ausgesucht von Kurt Schwitters, weil mich das schon sehr lange begleitet. Ich habe damals an der Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule am Max-Reinhardt-Seminar in der dritten Runde eine Einzelprüfung gehabt bei Klaus-Maria Brandauer, der mich unter anderem fragte, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, nein. Ich war 17 und darauf hat er gefragt, ob ich denn wenigstens ein Gedicht auswendig könne. Und da schoss mir durch den Kopf Goethe, Schiller, Bachmann, Kaleko. Und was mache ich denn jetzt? Und irgendwie blieb ich bei Anna Blume hängen, habe das aber nicht mehr so richtig zusammengekriegt. Und es war sehr frei nach Kurt Schwitters, hat ihn aber sehr amüsiert und ich wurde aufgenommen. Aber ich glaube, ich bin es dem Gedicht ein bisschen schuldig, es mal noch in voller Gänze vorzutragen. An Anna Blume. O, du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir. Wir? Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist... Bist du, die Leute sagen, du wärest, aber lass sie sagen, sie wissen nicht, wer der Kirchturm steht. Du,
trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände, auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume, rot liebe ich dir, du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir, das gehört beiläufig in die kalte Glut. Anna Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau? Ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Girren deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir, du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir, das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, A, ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rindertalg. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Rindertalg träufelt Streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest hier. Ich liebe dir.